Na, erinnert ihr euch noch an dieses Deck? Resonator Centurion, pure wie es ist. Wir haben ein interessantes Replay. Das Deck hat sich eigentlich gar nicht verändert. Was heißt eigentlich? Es hat sich gar nicht verändert. Ich habe eine Zeit lang überlegt, nachdem ich die Chaos-Variante gespielt habe, die Chaos Witch mit reinzunehmen. Wo haben wir sie? Denn ihr Effekt ist ganz praktisch. Ihr Normal Summon Effekt weniger. Aber wenn sie discarded wird und dann verbannt wird, was durchaus passieren kann durch unsere Beastials, dann sind diese zwei Empfänger der Stufe 2 ziemlich nice. Damit kann man auf jeden Fall noch interessante Plays machen. Sagen wir es mal so. Und ihr, ja, Lock hier von wegen, wenn wir einen der Effekte aktivieren, dürfen wir noch Licht und Finsternis beschwören, ist uns sowas von egal. Deswegen, ja, sie ist ganz praktisch als Discard, wenn wir sie dann verbannen können. Aber, ja, nur als Discard zu fungieren, ist ein bisschen schwierig. Wir müssen sie dann durch einen unserer Beastials verbannen. Und das ist dann schon eher Nische. Deswegen, das Deck bleibt praktisch so, wie es ist. Man kann die spielen. Man könnte einen Ballbreak mitnehmen. Damit wäre dann aber wieder eine Chance weg, die Karte zu verbannen. Deswegen, vielleicht statt zwei Emblemen. Aber es ist auch eine Ultra-Rare, deswegen budgetfreundlich ist das Ganze natürlich dann nicht. Aber ja, wir gucken uns ein Replay an. Deck, ich gehe einmal kurz drüber. Wir spielen einen Synchronresonator. Dreimal Maxi, einmal den blutroten Resonator. Zweimal den Visionsresonator, zweimal Ash, weil ich nur zwei habe. Man kann eine dritte spielen, zum Beispiel statt einem Ballbreak. Dann dreimal Seelenresonator, einmal Uvaloop, dreimal den Knochenerzunterwäldler, einmal die Primera, einmal die Trudera, einmal der Abgolech Magnamut, einmal Soronie, einmal Druiswurm, einmal Ballbreak, einmal Lubellion. Man kann auch zwei spielen, statt dann eben Ballbreak. Dann haben wir einmal Nibiru als Crossout-Target. Dann haben wir Törichtes Begräbnis. Resonator ruft dreimal, kann man auf zwei kürzen, aber muss man nicht. Talente drei Taktiken einmal, Stoß drei Taktiken, dreimal den Centurion Field Spell, zweimal Apokalypse der Leere, einmal markierter Wiedergewinn, zweimal die Feuerrote Gaia, zweimal vom Grab gerufen, einmal Crossout, zweimal der Emblemschwur, einmal Wach auf Centurion, dreimal Imperm, einmal Teuflischer Golem, einmal Centurion Phalanx und einmal Rote Zone. Im Extra-Deck haben wir den roten aufsteigenden Drachen. Die Rote Zone, muss ich sagen, ist situativ ganz nice, kann man aber darauf verzichten. Braucht man nicht zwangsläufig. Man kann auch zwei Teuflische Golems spielen. Wäre zum Beispiel möglich. Zweimal roter aufsteigender Drache, zweimal Rotdrachen Erzunterwäldler, zweimal der vernarbte Rotdrachen Erzunterwäldler, einmal der glühende Rotdrachen Erzunterwäldler Abyss, einmal der glühende Rotdrachen Erzunterwäldler Bann, einmal Dispata, einmal Chaosengel, einmal Siffer. Hier, genau wie in allen anderen Videos, es ist die Budget-Variante. Man kann hier den kosmischen Blazar-Drachen spielen. Dann einmal roter Supernova-Drache, einmal feuerroter Drache, einmal Centurion Legatia und einmal Centurion Auxila. So, wir gucken uns... Eine Sache muss ich hier natürlich sagen. Man kann hier auch den erdgebundenen Diener, wo ist er? Geo. Ah, erdgebundener, gefangener Steinputzer. Der hat den netten Effekt. Wir können diese Karte abwerfen und unserer Hand ein Unterweltler-Empfängermonster der Stufe 3 oder niedriger vom Deck hinzufügen. Den Rest des Spielzugs können wir aber nur Fusions- oder Synchro-Monster beschwören aus dem Extra-Deck. Ist vollkommen egal bei uns, wir machen nur Synchro-Beschwörung. Das wäre eine Möglichkeit, den Seelenresonator zu suchen, der praktisch unsere Full-Combo ist. Eine Budget-Variante ist hier die Apokalypse der Leere. Man kann die Apokalypse der Leere rausnehmen und dafür zweimal auch den erdgebundenen Gefangenen Steinputzer spielen. Wäre auch möglich. Man kann den Steinputzer auch zusätzlich spielen, zu Resonator Ruf zum Beispiel. Könnte man dafür benutzen. Weil Resonator Ruf sucht uns in der Regel eh nur den Seelenresonator, manchmal den Visionsresonator, aber meistens der Seelenresonator. Deswegen, hier würden wir uns den Seelenresonator mitsuchen, plus wir hätten nochmal ein finsternes Monster im Friedhof, das uns dann halt die Möglichkeit gibt, unsere Beastials zum Beispiel zu beschwören. Das als kleine Info am Rande. So, da sind wir im Replay. Wir sind als erster dran. Beschwören den Seelenresonator, den wir netterweise zweimal gezogen haben. Wir haben auch den Resonator Ruf. Wir haben Erhebe dich Centurion und wir haben die Rote Zone.
Resonator Ruf wäre wahrscheinlich logischer gewesen, hier direkt zu aktivieren, um zu schauen, ob er eine Ash in der Hand hat und ob er das Ganze ashen möchte, denn viele ashen sehr früh. Und wir hätten uns dann den Visionsresonator gesucht. Und wenn es halt geasht worden wäre, hey, dann ist eine Ash verbraucht, dann kann er sie nicht auf den Seelenresonator anwenden. Hier aber vollkommen egal, denn auf den Effekt unseres Seelenresonators wird gegammert. Gamma kann nur Monstereffekte negieren und die Karte zerstören. Ja, unschön. Sagen wir es mal so. Gamma wird zerstört. Wir aktivieren Resonator Ruf, fügen uns den Seelenresonator, den Visionsresonator hinzu. Aktivieren den Field Spell. Field Spell setzt aus dem Deck die Primera. Hier habe ich es vertauscht. Wir hätten die Trudera setzen müssen. Warum die Trudera? Ganz einfach, die Trudera hätte sich auch spezial beschwören können. Hätte sich dann in die Zauber- und Fallenkartenzone zurücksetzen können. Und die Primera in die Zauber- und Fallenkartenzone setzen. Daraus wäre dann die Primera gespecialt worden. Primera Effekt sucht uns die Phalanx oder Wach auf Centurion. Wach auf Centurion könnte man direkt in die 12er-Synchro gehen. Und so weiter und so fort. Also hier ein eindeutiger Fehler von meiner Seite aus. Wir hätten hier die Trudera spielen müssen. Das heißt, wenn wir den Fearspell haben, setzen wir immer die Trudera, damit die dann die Primera in die Zauber- und Fallenkarte ohne setzt, damit die Primera uns dann spezial beschworen kommt und uns halt eine weitere Centurion-Karte sucht. Und wir im nächsten Spielzug die Trudera als Stufe 8 Monster beschwören können und dann eine Synchro machen können zur Stufe 12. Wir haben den Visionsresonator abgeworfen, sucht uns die feuerrote Gaia. Beschwören die Primera. Primera addet uns die Phalanx, denn hier habe ich gemerkt, oh Mist, hier funktioniert ja was gar nicht. Aktivieren die feuerrote Gaia, holen uns den teuflischen Golem und müssen beenden, denn ich habe die, wie gesagt, die Combo verkackt. Trudera wäre hier richtig gewesen. Er spielt Punk Jam Extreme Session. Das heißt, jedes Mal, wenn er Life Points zahlt, um einen Monster-Effekt zu aktivieren, eines Psy-Monsters, darf er eine Karte ziehen. Plus, es hat den Effekt, man kann ein Punk-Monster vom Friedhof verbannen, um ein Punk-Monster von der Hand zu specialen. Das wollen wir nicht, dass er hier direkt den Effekt des The Armens aktiviert. Das ist praktisch sein Combo-Starter in Punk. Das heißt, bevor er die Karte aktivieren kann, Life Points zahlen kann und eine Karte zieht, aktivieren wir die Phalanx und verbannen den The Armens. Hier kommt Foxytune. Okay, Foxytune hat er schon an der Hand gehabt. Specialt einen weiteren Sie-Armen-Effekt. Edit die Hirschnote. Okay, damit ist aber der Effekt von der Fuchsmelodie bereits aktiviert worden. Durch die Fuchsmelodie kann die Hirschnote nicht gespecialt werden, aber möglicherweise kann er die Hirschnote specialen, indem er eine zweite Punk-Karte in der Hand hat. Außerdem darf er ja jetzt eine Karte ziehen, denn er hat Life Points gezahlt. Okujo, dass er den nicht genormelt hat, finde ich interessant, weil daraus eine Fusion zu machen ist nice, aber er hat wahrscheinlich überlegt, hey, er hat die Phalanx nicht so geil, wenn mein Okujo verbannt wird, aber er hätte da trotzdem noch weitere Plays haben können durch den durch die Noah Punk Siamen, also ein bisschen, finde ich ein bisschen merkwürdig, ich hätte Okujo gespielt. Er aktiviert den Effekt von Punk Jam Drache Extreme Session, denn das geht ja schließlich auch. Er kann ein Punk Monster vom Friedhof verbannen und Punk Monster specialen. Hier kommt die Hirschnote. Das heißt, von hier möchte er in den Punk Drachen reingehen, den Achter Punk Drachen. Und das wollen wir nicht. Also verbannen wir durch Häuslicher Golem seine Hirschnote. Er specialt einen Carry. Carry Effekt. Sucht die Falle. Könnte ein Problem werden. Macht eine Xyz zur Kutschen Carry. Kutschen Carry sucht den Goldstolz Zauber. Falls ihr interessiert seid an Goldstolz Punk, gab es hier auch einige Videos zu. Wenn ich daran denke, sind die oben jetzt verlinkt. Und er sucht sich hier viel Glück beim nächsten Mal. Und viel Glück beim nächsten Mal ist ebenfalls ein Searcher. Und er dumpt den, also er legt vom Deck auf den Friedhof, den Goldstolz Ballroller. Interessant, interessant durchaus. Sucht durch den Goldstolz mehr Glück beim nächsten Mal den Leon. Kriegt jetzt Schaden in Höhe der Angriffspunkte von Leon, aber darauf spielt Punk, ja, wenig Life Points sind gut. Darf den Leon specialen, Leon Effekt, holt hier den Ballroller. Okay, Ballroller wäre somit praktisch aktiv, denn Ballroller kann im gegnerischen Spielzug ein Goldstolz-Fusionsmonster aus dem Extra-Deck beschwören und dafür Monster von Spielfeldseite oder Hand benutzen. Was ist dabei das Problem? Das Problem ist die Karte, die er beschwört, und das ist das Ballgewirr.
Das Ballgewirr sagt nämlich folgendes, er kann die Anzahl, wenn diese Karte als Fusionsbeschwörung beschworen wird, kann er offene Monster von uns wählen in Höhe der Anzahl des verwendeten Fusionsmaterials. Heißt, wenn er zwei Goldstolz-Monster verwendet hat, den Wallroller und den Leon, unschön, kann er zwei Karten von uns ausrüsten, plus diese Karte würde sich in der Endphase ins Extra-Deck zurückmischen und unsere Karten, die Karte ausgerüstet haben, werden einfach zerstört. Das ist eine sehr nice Interruption. Hier Synchro kann er nicht machen, denn es gibt keine Goldstolz-Synchro. Denn Leon, wenn er ein Goldstolz-Monster aus dem Friedhof belebt, darf er für den Rest des Spielzuges nur noch Goldstolz-Monster beschwören aus dem Extra-Deck. Aber er macht hier eine Link-Beschwörung zum Nitro-Sprenger. Das ist ungewöhnlich. Diese Karte wird eigentlich selten gespielt. Zerstört die Primera und die Zauberkarte darunter, die rote Zone, greift an. Die Goldstolz-Extra-Deck-Karten, wenn sie ihre Effekte aktiviert haben, mischen sich in der Endphase zurück ins Deck, specialen ihren Counterpart, in diesem Fall hier den Nitro-Kopf, und der ist viel Glück beim nächsten Mal sagt, hey, wenn ein Goldstolz-Monster, das vom Extra-Deck spezial beschworen worden ist, sich ins Extra-Deck zurückmischt, darfst du eine Karte ziehen, aber nur einmal pro Spielzug geht das. Das heißt, die Carry, die sich jetzt zurückmischt, um eine Carry zu specialen, da wird der Effekt nicht nochmal getriggert. Interessant, muss ich hierzu sagen. Der Ballroller wäre die stärkere Disruption gewesen. Dass er hier den Nitro-Sprengkopf geht, um den Nitro-Kopf zu beschwören, finde ich ein bisschen weird. Aber hey, der Nitro-Kopf ist auch eine interessante Disruption. Erstmal kommt hier sie Armen zurück. Nitro-Kopf in der Standby-Phase beschwört das Token. Was sagt das Token? Oder was sagt Nitro-Kopf? Dieses Token kann er zerstören. Während unserer Main-Phase. Er kann es jederzeit zerstören. Und alle Karten in den benachbarten Zonen, im Monster- und Zauberkartenzonen. Das heißt, sobald wir hier eine Monsterkarte drin haben, könnte er beide unsere beide Zonen hier sprengen. Er könnte aber auch schon, sobald wir ein Monster in eine andere Zone beschwören oder einen beliebigen Effekt aktivieren, zumindest unsere feuerrote Gaia sprengen. Deswegen aktivieren wir jetzt als erstes die Gaia, die wird allerdings geasht. Darauf sind wir nicht reingefallen, dass wir irgendwas zuerst machen, um dann wird die Gaia gesprengt. Das wollen wir nicht. Aktivieren hier den Knochen-Erzunterwäldler, schicken den Fear-Spell auf den Friedhof. Den brauchen wir nicht zwangsläufig im Moment. Und er sprengt hier die Gaia. Okay. Sprengen jetzt die Gaia, wenn er meint, dass das jetzt ein guter Zeitpunkt ist, dann soll er das machen. Knochen-Erzunterwäldler schickt den Visionsresonator. Visionsresonator sucht uns eine weitere feuerrote Gaia. Normen den Seelenresonator. Seelenresonator sucht einen blutroten Resonator. Warum suche ich hier den blutroten Resonator? Das liegt daran, dass beide Seelenresonator hier bereits im Friedhof liegen. Ein weiter Knochenerzunterwäldler brauchen wir eigentlich nicht, solange dieser nicht verbannt wird. Uvaloop brauchen wir derzeit auch nicht, haben keine Synchromonster im Friedhof oder auf dem Spielfeld. Und falls er hat hier immer noch die Goldstolzkarte. Startet eure Motoren. Damit kann er ein Monster, wenn es beschworen wird, zerstören. Dass er das noch nicht gemacht hat, lässt mich vermuten, dass er entsprechend nicht, denn diese Karte hat einen zweiten Effekt. Wenn er die Karte zerstört, bei der Beschwörung, die Monsterkarte, dann muss er drei Karten vorzeigen aus dem Deck, drei Goldstolzkarten. Und ich glaube, er hat keine Goldstolzkarten mehr im Deck. Wenn wir uns hier mal startet die Motoren anschauen. Wenn ein Monster als Normal- oder Spezialbeschwörung beschworen wird, wähle eines jeder Monster, zeige drei Goldstolzmonster vom Deck vor. Dann dürfen wir ein zufälliges davon wählen. Das wird als Spezialbeschwörung beschworen. Und das gewählte Monster wird zerstört. Da er hier wahrscheinlich nicht mehr die entsprechenden Goldstolzmonster im Deck hat, aktiviert das auch nicht. Und falls er es schafft, hier das zu zerstören, der blutrote Resonator darf sich specialen, sobald wir keine Monster kontrollieren. Machen eine Synchro. Wir hatten ja das habe ich gerade gar nicht erklärt, aber ihr dürftet es gesehen haben. Wir haben durch den Knochenerzunterwäldler die Stufe des Knochenerzunterwäldlers auf 3 reduziert, als wir den Seelenresonator auf den Friedhof gelegt haben. Damit wir zusammen mit dem Seelenresonator hier den roten Aufsteigen machen können. Und roter Aufsteigender, auch deswegen hatte ich den Blutroten gewählt hier auf die Hand, kann leider nicht von der Hand specialen, sondern nur aus dem Friedhof. Das war kurzzeitig irgendwie eine Überlegung von mir, die natürlich nicht gestimmt hat. Aber wir dürfen den Visionsresonator beschwören und machen daraus den vernarbten Rotdrachen Erzunterwäldler.
Vanadol Rotdrachen-Erzunterwäldler greift an, wenn ein Rotdrachen-Erzunterwäldler-Monster, und das ist diese Karte, wenn sie auf dem Spielfeld oder am Friedhof liegt, angreift, dürfen wir durch Feuerrote Gaia alle Monster, die der Gegner kontrolliert, in die verdeckte Verteidigungsposition bringen. Hier wäre es auch interessant gewesen, einfach den normalen Rotdrachen-Erzunterwäldler zu beschwören, denn dieser hat den Effekt, falls diese Karte ein Monster deines Gegners in Verteidigungsposition angegriffen hat, zerstöre alle Monster in Verteidigungsposition, die der Gegner kontrolliert. Ja, jetzt wäre sein ganzes Feld geräumt, durchaus. Das wäre zumindest interessant gewesen. Aber die Hirschnote kommt trotzdem in der Endphase zurück durch den teuflischen Golem. Und da dachte ich, hey, lieber Follow-up durch den Rotdrachen-Erzunterwäldler, wenn der das Spielfeld verlässt, auf den Friedhof gelegt wird, dann können wir einen Rotdrachen-Erzunterwäldler aus unserem Extra-Deck als Synchro-Beschwörung beschwören. Das ist dann nochmal eine schöne Disruption. So, hier kommt ein weiterer Nitro-Kopf. Der möchte seinen Effekt aktivieren. Was war der Effekt nochmal? Der Effekt war, er kann ein Monster wählen, das der Gegner kontrolliert und es zerstören. Und falls er weniger Life-Points hat als wir, was im Moment nicht der Fall ist, könnte er auch alle Zauber- und Fallenkarten in den benachbarten Zonen zerstören. Nun, das wollen wir nicht, dass er unseren Fanaten zerstört. Deswegen verbannen wir einfach den Seelenresonator aus dem Friedhof. Ein Effekt, der so gut wie nie bei mir vorkommt. Aber er schützt unsere Rotdrachen-Erzunterwäldler oder ein Synchromonster, das ihn erwähnt, falls sie durch einen Karteneffekt oder falls mehrere dadurch durch einen Karteneffekt zerstört werden sollen, können wir stattdessen diese Karte verbannen. Sehr praktisch. Er muss hier beenden, schickt den Nitro-Kopf in Nitro-Sprenger ins Extra-Deck zurück, darf wieder eine Karte ziehen und beschwört den Nitro-Kopf. Nitro-Kopf beschwört natürlich wieder das Token. Token wird beschworen, heißt, wenn er das Token jetzt poppt durch den Effekt von Nitro-Kopf, dann wird sowohl Rotdrachen-Erzunterwäldler, der Vernarbte, als auch die Feuerrote Gaia zerstört. Wir ziehen einen Trudera, nicht schlecht, aber wir haben keine Primera mehr im Deck. Aktivieren die Feuerrote Gaia. Der Effekt wird sich wahrscheinlich nicht auflösen, wenn sie jetzt zerstört werden würde. Weil das eine permanente Zauberkarte ist, genauso wie ein Fieldspell, der sich auflösen müsste auf dem Spielfeld bleiben. Das heißt, hier ist das auf jeden Fall das richtige Play, was er macht. Allerdings haben wir noch einen weiteren Seelenresonator im Friedhof und sagen einfach, nein, das wird nicht zerstört. Zerstörungseffekt negiert. Und wir suchen uns durch die Feuerrote Gaia unseren Seelenresonator, den wir specialen dürfen, denn wir kontrollieren ein Finsternismonster der Stufe 5 oder höher. Machen jetzt eine Synchro der Stufe 10 zum Chaos Angel. Wir könnten hier natürlich auch eine Rotdrachen-Erzunterwäldler, den Rotdrachen-Erzunterwäldler Bann machen. Dann dürften wir durch den Effekt von unserem Rotdrachen-Erzunterwäldler den Vernarbten, denn wenn er als Synchromaterial für eine Finsternisdrache-Synchro-Beschwörung auf den Friedhof gelegt wurde, dürfen wir alle Monster in Angriffsposition, die der Gegner kontrolliert, zerstören. Aber er hat keine Monster in Angriffsposition, macht hier also nicht unbedingt viel Sinn. Und ich fürchte, eine der beiden Fallen. Dieser hat er vorhin gesetzt, das wird der startet eure Motoren sein, kann er nicht aktivieren. Aber ich weiß nicht, was diese für eine Falle ist, deswegen will ich diese verbannen. Und der Rotdrachen-Erzunterwäldler, der Vernarbte, specialt jetzt den normalen Rotdrachen-Erzunterwäldler aus dem Extra-Deck als Synchro-Beschwörung. Wir verbannen ein weiteres startet eure Motoren oder was liegt dann hier? Ich weiß es nicht. Das war vielleicht auch nur Bait, I don't know, aber startet eure Motoren ist weg. Synchro-Beschwörung, wir haben den Blutroten genormelt und beschwören hier den Bann. Bann darf ein Monster als Tribut anbieten, das wir kontrolliert, weg mit dem Token und darf einen Rotdrachen-Erzunterwäldler im Friedhof wählen und ihn als Spezialbeschwörung beschwören. Hier kommt der Vernarbte zurück. Greifen an mit den Vernarbten, aktivieren den Effekt von der Feuerroten Gaia, schicken alle in die verdeckte Verteidigungsposition. Gaia-Effekt, das ist der Effekt der Gaia hier. Falls ein oder mehr Monster auf dem Spielfeld durch Kampf oder Karteneffekt zerstört werden, können wir einen Rotdrachen-Erzunterwäldler als Spezialbeschwörung vom Friedhof beschwören. Bei ihm aktiviert sich die Hirschnote, sie ist auf dem Friedhof gelandet, heißt er darf ein Punkmonster aus dem Friedhof specialen. Specialt in Verteidigungsposition und das ist ein Fehler. Denn hier kommt der normale Rotdrachen-Erzunterwäldler und wie ich gerade schon gesagt hatte, wenn der Rotdrachen-Erzunterwäldler ein Monster in Verteidigungsposition zerstört, zerstören wir alle Monster in Verteidigungsposition des Gegners. Bedeutet, wir greifen jetzt die Foxy-Tune an und zerstören auch gleichzeitig den Nitro-Kopf. Direkter Angriff mit Bann, Bann-Effekt,
Kommt sehr selten vor, aber gibt's. Wenn Bann unserem Gegner Kampfschaden zufügt, dann dürfen wir zwei Empfänger mit derselben Stufe, einem vom Deck und einem vom Friedhof als Spezialbeschwörung in die Verteidigungsposition beschwören. Wir haben keine Stufe 2 Empfänger mehr im Deck, aber wir haben noch einen Stufe 4 Empfänger in Form vom Uvaloop. Und im Friedhof haben wir unsere Primera. Primera-Effekt addet uns hier den Centurion Field Spell. Und ja, in der Main Phase 2 könnten wir mit der Primera und dem Rotdrachen Erzunterwäldler Auxilia machen und so weiter und so fort. Da hätten wir wieder ein paar Plays gehabt. Aber dazu kommt es nicht mehr, denn wir greifen einfach mit Chaos Angel nochmal an. Also hier sehr wenig in die Centurion-Line reingegangen, aber dafür ein bisschen mehr gesehen von der Rotdrachen-Erzunterwäldler-Kombo oder von dem Themendeck Rotdrachen-Erzunterwäldler und was da möglich ist auch, ohne die Centurion-Karten per se. Wir haben sie zwar gespielt, aber wir sind nicht wirklich in Centurion reingekommen, nicht wirklich in den feuerroten Drachen. Aber auch so, die Rotdrachen-Erzunterwäldler-Karten können performen auch ohne die Centurion-Karten. Also ja, hat man hier mal ein paar andere Interactions gesehen, die wir so noch nicht hatten in einem Replay zu dem Deck. Gut, ich verabschiede mich. Wir sehen uns, hören uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.